Ja, Jan. Los! Fail. Dann nochmal von vorne. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fiesta. Ja, wir sind schon mittendrin in einem Kingdom Quest. Und zwar Mara Piraten. Etwas schwieriger als das Ding. Siehst du mal, Seite Schleimheit mit Philipp im Gespräch und Dominik im Spiel. Ja. Hallo. Ja, und wir rennen jetzt hier durch. Ich bin dran, weil. Deshalb. Ausgerechnet der schwächste Charakter ganz vorne, gut. Der schwächste Charakter, achso. Ja, von der Verteidigung her. Wir sind leider nur zu dritt, also müssen wir das sozusagen durchwaschen. Waschauer. Ich spiele nebenbei einfach. Ja, und wir wissen auch gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen, weil wir keinen richtigen Fernkämpfer haben und deswegen das ein bisschen schwer wird später am Ende. Vielleicht. Aber wir versuchen aber unser Bestes. Wir sind alle gut gebufft. Außer Dominik hätte ich vielleicht nochmal Vitalität geben können. Ja, das vielleicht, glaube ich, noch irgendwie rein, oder? Gar nicht mal so schlecht. Mach ich dir gleich mal, wenn wir etwas Ruhe haben. Ja, gut, und ich bin hier gerade so ein bisschen gefesselt, ne, bei Bogenschützen und so. Feste Spiele. Hallo, Hilfe. Moment. Hat dich schnell abgenommen. Alter, hinter mir sind auch Bogenschützen, ja, und hinter mir sind noch mehr Viecher. Ich fühle mich gerade verarscht. Ich lauf jetzt. Mach auch mal demoralisierende Schreie, Dominik. Dann, falls sie uns treffen, machen die ja nicht so viel Schaden. Ja. Voll spannend hier, weil wir so wenig sind. Aber der Debuff stackt sich eh nicht, also insofern macht das eigentlich kaum einen Unterschied. Ja, aber bei mir würde es einen Unterschied machen, weil ich One-Hit wäre. Ja, klar. Wie machen wir das gleich? Dominik zur Stärkste, Dominik darf tanken, nachdem ich die Sachen gegeben habe. Dankeschön. Ich habe noch eine Vita T2. Ja, aber wirklich erst nachdem du mir die Sachen gegeben hast, vorher schaffe ich das auch nicht. Vita T2 kriegst du von Jan. Ja, okay, Moment. Okay, hier machen wir die dann fertig, ne? Hier vor. Nicht viel weiter. Da vorne sind jetzt schon die falschen Maras und Malonis. Das wusste ich nicht. Oh mein Gott, jetzt hast du gespoilert, du hast gesagt, dass sie falsch sind. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt natürlich wirklich kacke und so. Und das hat ja jetzt auch so groß zur Story beigetragen und so, die wir eh nicht warten. Ja, stimmt, okay. Scheiß drauf. Alter. Sorry, Alter, sonst lauf kurz. Lauf kurz. Ja, ich bin noch schon dabei, Mann. Okay, so. Ich nehme kurz den Bogenschützen. So, ein Bogenschützen. Ich nehme hier gerade meine eigene. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, das wird gleich Ende mit mir sein. Lauf einfach. Lauf, ja, ich lauf doch schon. Ich muss aber nebenbei, muss ich aber auch angreifen, weil sonst könnte ich nämlich sterben. Und sterben ist nicht sehr gut hier drin. Also, das okay, schon. Ich habe gleich alle von meinem Tod. Okay, gut. Ich helfe gerade Passi da. Ja, ich helfe euch gleich auch. So, vielleicht schaffen wir es ja doch zu. Okay, jetzt helfe ich euch. Früher waren die immer viel voller, aber da muss man auch nicht durchwählen. Ja, okay. Akademiker, Mighty Tanuki hält 500 Silber als Belohnung. Ah, ich hoffe, meine Mana-Steine erreichen für den. Kaku. Warte. Ja, also wie man sieht, es ist äußerst spannend gerade. Kann man eigentlich auch mehrere Vita-Rollen nehmen, also von verschiedenen T-Sachen? Nee. Dann warte, Dominik, ich leg die mal kurz zurecht, ne? Ja, Dominik, ich geb dir. Ja, Bruder, Dominik, dann Jan gibt dir die Vita-Liste. Ich geb dir kurz die Vita. Okay. Ich hab gesagt, nimm an. Nimm an. Im Kaku kann man nicht trainen. Aber ich hab eh noch ein paar Rollen. Achso, okay. Also, warte, ich hab genug von der Akademie-Belohnung noch. Und dann. So, wartet. Ja, Jan, wartet. Ist ein Wort. Ja, es gibt hier aber auch noch kleine Viecher, ein paar. So. Ich kill schon mal ein paar kleine wieder. Naja, ich helfe ja mal kurz. Ja, mach das mal. Und ja, was haltet ihr so von MMORPGs? Boah, es gibt geil, es gibt aber auch total schleißige, ja. Schleiß. Also ich hatte ja mal eine Zeit lang die Nase voll von denen, also inklusive Fiesta, aber im Moment macht mir schon wieder Spaß irgendwie. Ja. Wahrscheinlich nur, weil man so intensiv spielt jetzt zu dritt halt. Ja, kann sein. Okay. Wen zuerst? Mara oder Malone? Ja, Malone, würde ich sagen, ne? Egal. Soll ich? Soll ich holen? Ja, holen. Ja, mach. Holen aber hier vorne hin. Ja. Moment, ich töte kurz. So, two hit. Auch gut. Kritz vor so hin.
Ich habe jetzt mal gezogen, ne? Wir wechseln uns mal ab, Dominik, dann. Okay, den kriegen wir höchstwahrscheinlich eh tot. Der ist leicht irgendwie gerade. Ja. Vor allem ich habe. Mara könnte ein bisschen schwierig werden, aber das geht auch. Kann man Steine benutzen, während man betäubt ist? Ja. Ja. Gut. Und das Gute ist, ich habe einen Buff drin, der macht, dass ich höhere Ausweichchance gegenüber AoEs habe. Das ist nice. Ich habe mir Verteidigung Tier 2 reingehauen gleich erstmal. Sehr gut. Also wir Rollen können schon viel ändern, vor allem Lebensrollen, wie man das schon sieht. So. Okay. Der Malone ist tot. Dann Mara jetzt, ne? Wo ist Mara denn? Sofort, oder? Ja, also ich würde sagen sofort. Ja, warte, ich nicht pull. Feine Mara. Oh, hier vorne. Oh, die macht aber ganz gut Damage. Wer ist Mara? Mara ist hier, das besetzt was. Ah, gut, ist gesandt. Ah ja, genau. Malone hatte, glaube ich, Stun-Resistenz. Mara nicht, ne? Das könnte sein. So war das, glaube ich. Nimm dir den mal kurz ab, ne? Ja, wenn du willst. Aber ich habe ganz gut Aggro gezogen. Ich merke das schon, die will nicht mehr weg von dir. Ich glaube, sie steht auf dich. Alter. Oh, die hat weniger Leben, ne? Ich komme ganz gut klar eigentlich damit. Ja, aber macht auch mehr Damage halt, ne? Wieder, wir können auch dann gleich den Trick zeigen, wie man die Speer die falschen Maras von den echten unterscheidet. Ja, geht erstmal ins Haus, während er gestunt ist. Ja, ist so. Das ist der beste Trick, den es gibt hier überhaupt. Das ist eigentlich recht nice, ja. Der ist Standardsache. Wenn man gestunt wird, dann geht man ins Haus, weil man eh nichts machen kann. Okay. Ja, geil. Okay. Ich bin der Einzige, der nicht gestunt ist. Aber ich gut. Ich bin zu nah dran. Das heißt auch, dass du wahrscheinlich gleich die Aggro ziehst, ne? Aua. Oh, also rein theoretisch cool. Hätte ich es schon, wenn du nicht die ganze Zeit spezifischer Tritt machen würdest. Ja. Weil ich so viel Damage mache. Level up. So lange mal und Stärke dann zufügen. Verteidigungslinie und Durchbrauch. Du machst nur Sana. Lalalalalala. Eigentlich hat sie ja auch versagt, wenn man so nimmt, ne? Aber. Ja, nö. Scheiß drauf. Das. Ne. Ne. Das Bild so seltsam aus, weil so. Shield. Waren die nicht irgendwie Geschwister? Ja, waren sie. Okay. Das haben wir leider nicht erwähnt, das kam noch in dieser einen anderen Quest, die wir noch hatten, wo wir auch Mara noch einmal. Sie wurden doch irgendwie diesmal verbannt. Sie wurden vertrieben, weil sie irgendwie abgetrieben. Ja klar, abgetrieben immer. Nein. Warum wurden sie abgetrieben und deswegen leben sie? Ich weiß jetzt irgendwie ihre Mutter doch irgendwas, ne? Ja, da war irgendwas. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kein Plan, scheiß drauf. Unwichtig. Aber das könnten wir echt schaffen, ne? Joa, weil wenn falls wir halt gleich den richtigen so richtig rauszubringen. Aber wir können das auch so schaffen von der Damage her und ja. So. Geht das? Ja. Außer meine. Aber das wäre schon geil zu dritt irgendwie. Wenn man mal bedenkt, wie schnell wir hier gerade eben schon die beiden fertig gemacht haben. Ja. In unter 10 Minuten sind wir schon so weit gekommen. Normalerweise, wenn Feuerkaku ist, schafft man's. Ja. Ja, Feuerkaku macht aber auch jedes Monster, ne? Ja, okay. Aber das. Trotzdem. Und die Stirn könnt ihr auch nicht so schnell absprechen eigentlich. So. Ja, wir sind jetzt ziemlich grob durch. Ja, muss ich. Ich hasse das. So. Hier muss man sich irgendwie so halb durchbuggen. Ja, ne? Geht doch. Ist richtig kacke. Aua. Rücksetzer. Ihr müsst hier schräg darüber. Schon. Hier vorne. Ah, jetzt bin ich auch rüber. Alter, das ist voll kacke. So, der sogar Trick. Die Monster verbuggen sich hier. Also, der Trick war, dass, wenn man die anklickt, die einmal die Mare und einmal die Malone, dass der Hut von den echten anders aussieht als von der. Also Malone guckt in die andere Richtung und Mara ist der Hut anders. Ja, ja. Bei Mara war der Hut, ich glaube, dann der Totenkopf blau, glaube ich. Ja, genau. Irgendwie so war das. Also auf jeden Fall ist er anders, das werden wir gleich noch genau sehen. Wir klären das Schiff hier ganz, oder? Ja. Na, die spawnen, glaube ich, nach, oder nicht? Nee. Nee. Na, dann weiter. Guck mal, wir sauber machen. Wir müssen es. Dann säubern wir mal. Das ist Sicherheit, Mann. Nicht, dass sie noch uns angreifen, falls wir irgendwie gerade gegen Mara oder Malone kämpfen. Das ist dann nämlich scheiße, sowas. Na, man kann es auch zu dritt schaffen. wie man sieht, irgendwie schon, ja. Also naja, bis jetzt. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ja. Phil, was levelst du gerade? Mein Joker. Ja, wo? Warte mal, ich kann mal gucken. Achso, ja, in so einem hässlichen Feuerpilzteil. Achso.
dran. Okay. Dann können wir jetzt da mal anfangen mit, ne? Ja. Erstmal noch den hier weg. Okay, mal erstmal gucken, wer der echte ist. Okay. Also. Der ganz hinten, der Malone ganz hinten. Moment, ich guck kurz bei den Maras durch. Die haben alle rosa. Der Malone ist der ganz hinten an den Fässern. Da kann ja nur der sein, der anders ist, ne? Also einmal sieht man es hier bei Mara, ich werde nicht so ein bisschen klein, ne? Aber die hat einen blauen Totenkopf, daran erkennt man das. Und bei Malone, in welche Richtung guckt er? Nach links. Nach links. Das ist der da ganz hinter, das ist genau. Der ganz hinten. Also wir müssen uns durchkämpfen. Der irgendwie. Und daran erkennt man, ob die richtigen sind oder nicht. Scheiße, weil die richtigen ganz hinten stehen. Ja. Alle nach Kanter. Müssen wir erstmal ein paar killen, ne? Ja, Dom, kannst du kurz einen rauspicken? Von welchen? Irgendein Monster. Wir müssen die eh alle irgendwie, wie es scheint, zur Hälfte abtöten. Ich weiß aber nicht, ob ich gleich mehrere pullern. Notfalls nehme ich einen alleine. Zwei. Egal, zurück aufs Schiff, ne? Aufs andere. Ja, das war kommt das ein kleiner Lag. Ich nehme dann eine, ne? Ja, bitte. Dann zeige ich mir mit Dominik die andere. So. Oder ich renne im Kreis, das können wir auch machen. Nein, nein, das ist scheiße. Oh, Hilfe. Haus. Ich habe gesagt, ich nehme eine. Ja, dann nimm eine. Ja, komm. Oh, ich wollte. Oh, fuck. Scheiß wie, ey. Aua. Ich muss sagen, die schon. Ja, die macht Damage. Kann man keinen Lebenstrank nehmen? Alter, die wie rumspammen. Oh, scheiße, gleich bin ich tot. Man kann Lebenstrank nehmen. Wie die rumspammen. Du kannst im Haus kannst du keinen nehmen. Ah, oh, scheiße. Ah, oh, ich bin tot. Man hat Respawns, oder? Ja, zwei. Gut. Nehm mir einen ab, Mann. Ja, einen einzigen. Aber ich hab jetzt halt keine. Nicht den, Mann. Alter, die andere. Die hab ich schon mit Akku. Alter, ja toll, die andere kann ich jetzt gerade nicht nehmen. Zu doof. Warte, nein. Ich muss erstmal Rollen wieder aufmachen, ne? Ja. Wenn's nicht stört. Doch. So. Hab Rollen drauf. Ah, oh, scheiße. Ja, danke Dominik, das war die richtige. Bitte. Passi, hilf Dominik. Ja, Tani kann nicht. Bitte. Das wäre nur zu praktisch. Solange ich nicht von beiden gleichzeitig gestunt werde, geht das nämlich. Ja, ja, ist ja schon okay. Ich habe ja nie was getan. Ich war's nicht. Ja, Passi. Hi. Achso, ja. Ja, ich geh nochmal. Schlafmütze. Nee, damit die will, glaube ich, nicht. Dankeschön. Ah, der Trick ist gut, den Jan gesagt hat. Ja, ich auch. Welchen Trick? Mit dem Haus. Ich wusste davon nämlich noch nicht. Ach so, ja, der Nachteil ist, dass man keine Tränke nutzen kann, ne? Naja, Steine gehen doch auch. Dann kann man ja aus dem Haus raus, wenn man Tränke braucht. So. Das sind die echten nicht viel stärker eigentlich, die echten Mara? Nee. Sind gleich stark. Also wir könnten es wirklich schaffen. Ja, vor allem mit den Respawns. Oh, fuck. Oh, geht doch. Ja, meine Mana, meine Lebensstände sind bald alle, wenn das so weitergeht. Ah. Ich helfe dir gleich, wenn wir fertig sind. Kleines Problem bei mir. Auch nur ein kleines. Warte, ich komm gleich rüber. Und meine Tier 2 Tränke sind auch alle. Gleich. Das ist schlecht. Das ist sehr kann dir notfalls gleich noch ein paar geben. Ich hab noch einen Tier 1. Das geht schon noch. Oh lol, ich wurde nicht gestunt. Passi sagt, wenn ich sie pullen soll, ne? Ja, sie pullt die Tor eh schon. Ja, okay, stimmt auch wieder. Oh, kriegt er gut zu zwei, das ist ja ziemlich geil. Und so zu dritt. Und das sieht man schon, wie stark so die Momente eigentlich sind. Okay. So, tot. Ich mach lieber mal nicht Vitalität, ne? Ich hab das jetzt gemacht, weil ich ja nicht pulle.
Hm? Ich mach das mal nicht, weil ich ja nicht tanke. Ja. Also vergift es ja zum Glück. Tot. Okay, geht doch. Brauchst du hier zwei Tränke, Jan? Ja, wäre nett. Ich habe 7 Stück. Ich habe nämlich nur noch 2. Ja. Mehr habe ich aber auch nicht. Auch Mana, oder? Nee. Gut. Als einzige, was mir fehlt, sind Leben. Mana-Tränke habe ich genug. Danke. Nein, dich muss kurz aufhören. Ja, genau. Ja. Ah, gut, jetzt steht die echte vorne. Gut. Also weiter vorne. Dann zieh sie raus. Ich weiß nicht, ob ich eine Malone... Ah, gut, jetzt steht sie gut. Jetzt schon? Hm? Ja. Okay. Die Leben sind gleich voll. Ich warte dann hier unten auf genau, hab sie. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Kommt. Sie kommt? Ja, ja. Denk nicht. So, gut. Ja, dann... Denk mal nicht! Voila! Wenn alle auf eine gehen, ist eh besser. Ja, geht auf die Stelle. Vor allem, ja. Ich hab's gesehen, ich mach gleich ein AOE. Ja. Oh, ja. Genau, in dem Zeitpunkt laufe ich hin. Because I can. Because you cannot. Ach ja, ich bin da schon nicht mehr gestunt. Ist ja sehr gut. Ah, das hier gemacht übelst schnell Schaden. Man nannte es Gift plus Seelen plus Crits. Ich hab Angst. Außerdem senkt ihr ja auch noch die Verteidigung von hier, ne? Ja, machen wir hier. Den einen Skill, nur so. LOL. Ich hab den widerstanden, dem. Stun. So. Hast du hier eigentlich keine neuen Lebenssteine gekauft vorher, oder was, Jan? Nicht, konnte ich wirklich kaum welche, nee. Okay. Trotzdem wären sie dann wahrscheinlich jetzt auf so, keine Ahnung, 13 vielleicht? Also ich hatte ja noch fast alle. Ah gut. Also Mara ist tot und bleibt nur noch Malone. Ja, ich zähle auf dich. Ne? Und der steht eigentlich... Ungünstig. Ziemlich scheiße. Hm. Müssen ja, noch eine liegen. Ganz hinten. Wir müssen noch zwei Maras und einen Malone wahrscheinlich. Zwei Malones. Zwei Malones lieber. Malones. Zwei Malones und zwei Maras, so wie es bis jetzt aussieht. Malone ist mir 100% lieber. Naja, aber die Maras gehen... Ich pull erstmal die Mara, die davor steht, ne? Ja, eine. Komm. So, ja. Okay. So. Ich habe Angst. Egal, schaffen wir vom Zeitlimit auf jeden Fall. Eben. Ah, scheiße. Bitte nicht, dann, ich will nicht da, Alter. Und wenn, dann kann Jan... Ja, sorry, ich kann gerade nicht ziehen, ne, ich bin interessant. Und wenn, dann kann Jan... So, jetzt kann ich ziehen. Wie heißt nochmal? Zeitrafferer machen. In der Zeit, wo die ganzen Fallschirme sind, zum Beispiel. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, so halt. Ne? Mhm. Und so, ne? Also... Ja, das ist halt so. Also, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann ist gut. Ja, klar. Dann bin ich aber ruhig. Man merkt schon, wie einfach ich so der Cleary fehlen kann eigentlich, finde ich. Oh ja, der Cleary ist ja echt irgendwie essentiell. Wäre essentiell, dann würden wir es nicht ohne ihn schaffen. Ja, nee, aber... Hallo, wenn du mal bedenkst, dass wir... Also du bist einmal abgekackt, deswegen ich bin fast abgekackt. Ja gut. Geht trotzdem noch. Wow, Alter, ich habe gerade einen Crit gemacht mit 7 Seelen. Nice. Alter, warum geht die schneller als so, der? Warte ich. Welchen Crit mit 7 Seelen? Ich tue mich nochmal kurz aus, bis wir den nächsten holen, ja? Hm. Oh, ich bin gleich schon Level 26. Okay. Ja, ich habe auch schon wieder 21% dazu. Sehr gut. Ja, ich spare halt Steine jetzt erstmal, ne? Ja, ich auch. Ich habe noch 6 Lebenssteine und 9 Mana. Ich habe nur noch 2 Mana-Steine und 31 Lebens. 33 Tier 1, 56. Also 33 Tier 1 Leben und 56 Tier 1 Mana und halt 9 okay, Tier 2 jetzt geh ich, ne? Leben und 14 Tier 2 Mana. Also an Mana mangelt es mir nicht. So, jetzt kann ich von mir aus einen Malone holen. Ja, sollte es gehen. Das schaffen wir. Mich wundert, dass wir das so schnell schaffen, obwohl wir eigentlich nur zu dritt sind. Aber ja, liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach nur DDs sind.
Wahrscheinlich. Kann gut sein. So, hab einen. Vielleicht Zaubermacht benutzen, Jan? Nee. Das bringt nichts. Lass weg, Passi. Lass das weg. Wobei, Konzentration bringt's ein bisschen, aber das nee, ist eigentlich nicht so toll. Mehr. Ja. Und wir schaffen's ja auch so. Also, Malunes starke Attacke macht übrigens mehr Schaden als Maras starke Attacke, ne? Ja, aber sie stunt dafür. Ja, stunt dafür halt nicht. Sieht man das irgendwie bei Daisy, ob da was macht? Was? Ob man da OE vorhersehen kann. Bei Daisy geht das ja. Achso, nee. Nee, bei denen nicht. Bei denen nicht. Man kann es nur dafür ahnen. Ist Daisys AOE auch höher. Ja, okay. Und hier kann es noch. Ich meine, weiter. Hat ein weiteres Gebiet. Wenn das eine lange Zeit nicht gemacht habt, dann wird das wohl bald kommen halt. Ja. Danke. Okay. Gut. Wir dann gleich den nächsten. Ja. So kannst du ihn eigentlich. Okay, gut. Falls du Mana-Tränke brauchst, kann ich dir welche geben. Mhm. Wieder ein Malone. Jo. Ab. Jetzt ist mir eigentlich gerade egal, weil ich nicht denken muss, aber. Ich dachte vorher echt, dass es besser gehen wird und vielleicht dort die Steine reichen würden, aber irgendwie habe ich da falsch gedacht. Ja, das tust du. Aber der lässt sich. Hey, der lässt sich doch stunnen. Ja, klar. Vielleicht ist er einfach nur stärker. Könnte das sein? Ist jetzt von der Damage her? Hm? Ist er vielleicht einfach nur von der Damage her stärker? Nee, Mara ist stärker, ganz sicher. Ja, ja auch, der Malone lässt sich schneller besiegen, finde ich. Ja, weil er nicht stunt halt. Und dafür hat er diese. Also man kann ganz schnell, bevor er ausholt halt, kann man noch seinen Lebensstein einsetzen oder so. Habe ich gerade eben gemacht, kurz bevor er ausgeholt hat. Okay. Also er setzt nicht sofort die Attacke ein, wenn er sie initiiert halt. Man kann ganz kurz vorher noch was sehen. Okay, ist down. So, jetzt muss man Mara wahrscheinlich wieder, ne? Jo. Kann sein. Oder Malone, je nachdem. Ich komme also hoch. Ich bleib mal lieber hier unten. Ah, Malone steht jetzt so scheiße da hinten. Oh, nicht siehst du das? Oder? Warte, wo steht er über? Ach, da. Ja, ich glaube, wir müssen einfach nur noch die Mara hier holen, dann haben wir's. Soll ich? Welcher Malone ist es jetzt? Der da hinten, hinter dem Pfeiler. Ah, okay, dann hol die Mara. Gut. Gut. Ja, das hat eine große. Die Range. Dann wurde da hinten gestunt. Das meine ich ja wie ein großer. Ja. Ja, große Range. Das, und ich also so groß sollte sie eigentlich nicht sein, glaube ich. Ey, da. Das war, glaube ich, ein bisschen verbuggt jetzt. Scheiß Lag. So, und jetzt heißt es brav mit extra Damage und so. Das ist das Gute, ich habe ja auf meinen Doppelschwert dann, ja. Da habe ich ja einen Zauberstein drauf, dass ich extra Damage am Menschen mache. Also am menschlichen Monstern. Achso, dafür hast du ja vorhin gefragt. Ja, genau deswegen habe ich nachgeguckt. Du bist voll schlau jetzt. Ja, weiß ich. Gab's eigentlich irgendwas Besonderes, wenn man nicht stirbt? Dann gab's, glaube ich, die Kiste, ne? Kiste gab's auch so, wenn du es schaffst. Kriegt man auch so, solange der Kaku geschafft ist, ja. Geschafft ist, ja. Wir dürfen nur nicht alle gleichzeitig doktrinen. Ja, klar. Ist er noch verloren? Ja. Ach ja, genau. Ich fand das immer so scheiße, wenn man gestorben ist, weil dann die Buffs weg waren. Das war's. Na, dafür lebt man aber noch weiter, zweimal. Ja, klar. So. Ich hol dann jetzt Malone, ne? Ja. Oh ja, der steht gut. Den kann ich wohl. Alter, BTF.
Achso, hier war gerade ein Bogenschütze noch, von dem werde ich gerade noch ein bisschen gehittet, aber sonst. Scheiß auf den. Ja. Soll ich ihn verlangsamen? Nö, ist gut. Alles gut. Okay. Kannst du gleich. Also von mir aus kannst du es machen, aber musst du halt nicht. Nee, dann töte ich jetzt nur den Bogenschützen kurz. Ja, danke schön. So. Ah, der. Ach, das ist der letzte jetzt, okay, dann ist wieder eher easy. Ja. Und wir haben ihn sogar in einer guten Zeit geschafft, den Kakuno. Ja, vor allem, also mit mehr Leuten haben wir es länger gebraucht. In einer Zeit, ja, in der es eigentlich sogar geschafft wird, wenn eine komplette Gruppe dabei ist. Also ist das schon gut eigentlich. Ja, also jetzt müssen wir ein bisschen Eigenlob und so, ne? Also. Bei der Robo-Quest wird das schwer, weil wir da keinen haben, der runnen kann halt, ne? Bei welcher? Robo. Ja, also, okay. Vielleicht gibt's da schon wieder ein paar mehr. Hm? Und geschafft. Success. Und Level up. Hey, du hast Geld gekriegt, Dominik. Ich will auch Geld. Tja. Du kriegst kein Geld. Halt die Presse. Alter. Guck mal, ich hab ein rotes Haus. Ach ja, stimmt. Welche Kiste kriegt man eigentlich nochmal? Was kriegt man da so schönes? Warte, ich will rotes Haus. Also, toll, ich hab Tränke und ein Glücksherrohe gekriegt. Ja, hier kann man auch dann eigentlich Ohrringe noch kriegen als diese. Wie heißen die? Kein Plan. Marathon don't care. Oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall kann man hier auch noch besonderes Accessoire kriegen. Aus diesen Kisten. Und Waffen aus der Maschine? Ja, man kann auch gehabte Waffen kriegen, genau wie auch bei Schleimheit. Und. Ja, ich hab die Ohrringe. Das war's dann, ne? Zeig mal. Siegel von Mara. Zeig mal, was wir haben. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann. Und danke fürs Zuschauen. Und danke für alle, die mitgemacht haben hier. Ja, ciao. Ja, okay, also dann. Tschüss. Ciao.